Ja, super, ich fange mit dem Boss an oder was? A boss fight. This little Huevon is the God Hand. Oh, that's rich. Flip a table. Ich krieg so auf die Schnauze jetzt. What's the matter? You on a tight budget, big guy? You know what? I'm getting a bit hungry. Oh, and scheiße. A little Huevon sounds like it would hit the spot. You need to feed your brain, not your ass. I hope you fight half as good as you talk, cabron. Find out for yourself. Yeah! I don't think you realize what you're getting yourself into, pendejo! Newsflash, big guy. You can wax on, wax off all you like. I'm still kicking your ass. Oh je. Ja, das hab ich mir ja ganz toll eingebrockt. Ein Bossfight. Ich hab seit Wochen nicht gespielt. Aha! Wie war das? Wie konnte ich mich umdrehen? So nicht. Beziehungsweise, ich glaube, gehe ich drauf, mache ich einfach nochmal einen Neustart im Tutorial. Nee, ich gehe einmal, ich muss erstmal wieder in die Steuerung kommen. Sekunde. Den Fehler habe ich gemacht jetzt. Ich habe das Spiel seit Wochen nicht angefasst. Ein Spiel, was sowieso ziemlich wonkige Controls hat. Und bin direkt in den Boss gesprungen. Gehen wir mal in den Shop. Da haben wir freie Option, alles einmal auszuprobieren. Genau, das war alles mit Movement. Das war dieser Bodybreaker. Mit R1 mal umdrehen. Okay. Ach ja, taunten. Das waren dann die Finisher. Dash und Dash-Angriffe. Ah, das war der zum Combo, genau. Das war der Sweep. Mega Drop Move. Ah, okay. So war das. Ich bin aber auch ein bisschen tot. Und so soll ich mich mit dem Boss anlegen. Das könnte ja, das könnte witzig werden. Was soll ich denn speichern? Ich habe doch nichts getan in der Zeit. Aber ja gut. So, versuchen wir das nochmal. Nur, ich habe echt... Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Energie wird nicht übernommen. Und das ist ein Problem. So, wie kommen wir jetzt am besten... Ja, Gwen. Das könnte ein Problem werden. Ist hier irgendwo Heilung? Of course not. Das könnte ein Problem werden. Ich soll mit 3 Treffern, die ich überhaupt, einen Boss machen. Das ist... Ja, geil. Oh, ich hab neue... Achso. Wie war das? So, genau. Sie klingt sogar wie von Elvis. Ay, caramba. Der Dash war wichtig. Okay, er kann mich einfach zusmoken. Min. Au. Das könnte witzig werden. Aber immerhin kriege ich beim Retry neues Leben. At least something.
Oh fuck. Das mochte der nicht. Oh, wo war der? Drachenkick! Hinfort und da ist er wieder! Was? Ach du Scheiße, das kann der auch noch. Was zur Hölle? Ja, dass ich ihn eigentlich nicht sweepen kann, das war mir, hätte mir klar sein müssen. Ah, shit. Dass das funktioniert hat. Einfach Backdash. Oh mein Gott. Kick him! Gib ihm! Kabuya! Gua! Fatality! Na geht doch! Hey, you're the big nice hero, right? How about giving me a hand here? How about fuck off, huh? Come on, come on, come on. Oh, I'll help you out, all right. Mierda! Eh? He really gave it to me, all right. Okay, bye. See you around, fat boy. I feel offended to this. Getötete Einwohner? Was? Ich habe seinen Stuhl kaputt gemacht, yes. Aber da hört's auch schon wieder auf. Why must fat and slow always apply to Elvis? He probably stopped to feed that fat face of his. Perdóname, I gotta be hungry and could barely move. Arbeitssicherheit ist nicht eure höchste Priorität, ich merke schon. You know, if some people hadn't have passed by, I would have starved. You eat enough of that filthy meat for us all. Sure explains your breath. Don't act like you hate eating human, chica. My breath is minty fresh. Asshole! Oh, get away from me! Jesus Christ, woman, what's with Elvis, your tits? What happened? Ah, see? Boss, that's definitely 100% pure God hand. Elvis, can you capture him alive? Me? Catch that crazy gringo? Nah, you first, boss. I'll do it. This guy sounds like fun. No way, he's mine! Damn it! Make up your mind! Please don't ban me, Twitch. You can go. Oh, but don't you kill him. I want to have some fun with him first. Mm,
at last our time has come. We shall dispose of this so-called savior and rain despair upon humankind. Jesus, dude. Chill. Es gibt auch andere Sachen, die Spaß machen. Wir bewegen uns tatsächlich immer vor, aber da wir jetzt so viel Geld haben, ne? Ja. So, was können wir uns dann kaufen? Oh. Jackpot. Cymage, danke dir fürs Followen. Kung Fu Samba. Hm, okay, dann. Nein. Ui. Teurer Spaß, aber... What up? Nothing. Roulette-Kugel mehr. Angriffszahl. Ich glaube, mehr Health ist Reading, ganz doof. Citizen. Reading Citizen. Das auch. Ein Hochkick. Ein Eins-Hochkick, ja. Ich glaube, meine Kombo lasse ich erstmal so. I-Bims 1 Hadouken, oder wie? So in etwa. Ich meine, ich habe einen Angriff, der heißt Shockwave, also... So, Speicher. Nicht das Schlechteste. Dann habe ich gerade einen fetten Dude einmal durch sein eigenes Dach gekickt. Das war witzig. Also wenn du einen fetten Dude durch sich selber prügelst, dann bin ich begeistert. Einfach mal zu umstülpen. Das wäre wahrscheinlich als nächstes passiert. Hey, Olivia! Oh, Gene, you're back. Don't you're back me. I just about died because of you. But the Godhead. Nein, liebe Kinder, das hat nichts mit Fettshaming zu tun, aber an guten Tagen bin ich auch gern fett. Was? You should try it for a while. Let's axe it. Dinge. Nice one. You want to keep it, huh? Well, I've heard rumors that people who go to town never come back. Let me guess. You want me to check it out? Ah, you volunteer. Wie kann ich einer Frau mit einer Axt Nein sagen? Indem du eine Kettensäge benutzt und auf Abstand gehst. Good point. Oder generell erstmal weggrenzt und dabei vielleicht laut brüllst. Nein! Kung Fu Samba kaufen. Okay. Wenn du meinst, das ist effektiv. Was zur... Wo haben die jetzt brennende Katapulte her? Baumarkt? Jetzt muss ja auch noch Frauen schlagen, na ganz toll. Perfekt. Da ist auch noch ein Dude. Tritt ihn ins Feuer. Der brennt ja wirklich, obwohl er nicht brennt. Ein Schlüssel? Okay. Gerne. Ganz ehrlich, warum habe ich dieses Spiel nicht schon früher gefunden? It's fucking awesome. Wo ist mein Deckungsbrecher? Nein. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache hier die Sachen nicht ganz richtig. Ja, aber wohl.
Du hattest jetzt gemeint, du hast City Skylines mal gespielt, ne? Nur recht lange. Aber ich war mir überlegen, ob ich das auch mal probieren soll. So für einen Stream irgendwie so eine einmalige Sache dann. Das ist das Stadtaufbau-Ding. Das Einzige, was halt wirklich an dem Ding wirklich lutscht in der Formelarbeit, ist es, Untergrundbahnen oder Busverbindungen zu legen. Okay. Also wenn du anfängst, die Dinger sich überschneiden zu lassen, kannst du nur hoffen, dass du gerade die richtige Linie verbindest. Ach du Scheiße. Ich wurde gerade geturbo-slapped. Slapped. Jetzt habe ich wieder raus, wo mein Deckungsbrecher ist. Den Move habe ich schon gebraucht. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nichts hier gegen die Deckung machen kann. Bleib doch mal stehen. Bescheuert. Was zur Hölle hat der denn gemacht? Au, au, au. Fuck. Jetzt mal Ruhe. Aber ein sehr großer Dude. Fuck, fuck, fuck. Fuck! I'm brutal and ruthless. Okay, das ist er. Das Game ist aber auch tough manchmal. Manche Gegner benehmen sich so richtig dämlich und andere denke ich mir immer so, ach, da war kein Checkpoint. Fuck. That was fair. Na, wenn man die... Oh mein Gott, dafür könnte ich in Trouble kommen hier. Mit allem anderen. Ich habe gerade einfach eine Frau zu Tode gespankt. Ja, gut. Ja, ich meine, mein Leben war schon immer ein bisschen merkwürdig, aber das... Böse Feministin könnte jetzt was angreifen. Als ob sie es nicht sowieso tun würden. Du rasierst dich. Technisch gesehen könntest du hier diesen Meme benutzen von wegen "This is where I hate fucking video games, because this is what it is, it appeals to the male fantasy." Ich hasse dieses Meme, ey. Shockwave! Das hat sogar getroffen. Und Level schon wieder runter. Das geht immer schneller als dir lieb ist. So, das funktioniert doch schon um vieles besser. Oh fuck. This is what you get. Ja, das war klar, dass das nicht funktioniert. Das wäre ja zu cool gewesen. Schmeißt er seinen Mohawk? Vielleicht ist es auch sein Mojo. Kaum möglich. Fuck, der Dude, ey! Suplex! Welcome to Suplex City! Scheiße, er hat seinen Mohawk wieder! Ah,
fuck. Scheiße! Und dieser Typ! Alter, dieser eine Dude! Der hält ja so viel aus wie ein Boss. Vielleicht ist er einer. Nee, ist er nicht. Er steht da bei den anderen und chillt sich ein. Okay, er hat einen Mohawk, den er nach mir schmeißen kann, aber trotzdem. Drop it like a boss. Well, danke für den Feuerball. Ey, ich find's ganz ehrlich, ich find's geil, wie die ersten Gegner hier absolut nichts zu sagen haben im Grunde. Nur die da hinten, da ist dieser eine Dude, der einfach sich denkt, boah, Alter, ich bin jetzt Boss. Ich hab einen Mohawk. Mama, Papa, ich hab einen Traum, ich werde mal ein Boss. Boss, du hast doch nur einen Mohawk, wie kannst du ein Boss werden? Du hast doch nur einen Mohawk, genau. Wie kann denn jemand wie du denken, mal ein Boss zu werden? Mit nur einem Mohawk. Dann ergriff er seine Chance ganz oft. Scheiße, ich hab Captain Mohawk schon getriggert. Fuck. Problem ist die anderen. Jetzt nerven die Mädels hier. Fuck. Fuck it. Das Problem ist, ich will eigentlich den Deckungsbrecher haben. Mach aber dann diesen anderen Move und dann bin ich offen und sterb. So, war der das? Ich hoffe doch. Nice! Ist hier ein bisschen Health drin? Ach geil, noch so ein großer. Mit Schwertern. Was sind das für Idioten? Wir haben auch Schwerter! Das funktioniert hat. I should be dead. Fuck. Okay, let me just punch you for a bit. Neue Technik. Neue Methode, Leute zu schlagen. Irgendwann im Endgame lernen wir, dass man ein Maschinengewehr benutzen könnte. Die Tür ist fest verschlossen. Ich dachte, du hast einen Schlüssel. Ja, ich habe eigentlich auch drei davon gehabt. Aber irgendwie sind die jetzt nicht mehr da. What the fuck? Echt war es auch der Schlüssel zum Erfolg. Ach so, jetzt geht's. Also ich habe die aufgeschlossen wahrscheinlich. Please come in. Wenn da schon steht, please come in. Ja, das ist doch eine Einladung für Schmerzen. Komm rein, nimm dir einen Keks. Lass dich verprügeln. Und tschüss. That's settled. Oh. Get sweeped.
Oh, yeah, spank that! Please don't ban me, Twitch! Oh mein Gott, da muss man ja schon fast Angst kriegen, dass Twitch ein Band für sowas. Ich würde sich so laut beschreien. Ja, ne? Ich sollte vorsichtig sein mit dem, was ich mir wünsche. Slash Lee. Oh Gott, nein! $1 Million. Okay, Limit Move! Not this fuckface! Oh fuck! Warum existiert ihr? Oder, 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 oder! Ja, geil, Geld. Das heilt alle meine Wunden. Au, vor allem diese Keule. Suplex! Oh, gib mir Keule. Hau ihn mit seiner eigenen Keule! Oh, bitte gib mir... Nein! Der hatte nur einen Schlüssel! Oh, fuck! Alter, ich bin einen Schlag vom Tod entfernt. Gibt's hier irgendein... Nee, natürlich nicht. Hier sind nur noch mehr Dudes. Nimm den! Du spielst gerade ein männliches Spiel. Also, ärger dich gefälligst gesund. Ja, ich soll mich gesund ärgern? Ja. In jedem verschissenen Anime funktioniert das. Sie exploden am Boden, dein Leben zieht an dir vorbei, du siehst schon den Sensenmann winken und du wirst wütend. Komm schon. Ich hatte eigentlich jetzt eine Kirsche gefunden, die mich geheilt hat, von daher. Oh, da ist eine magische Kirsche. Muss jetzt ziemlich großes sein. Das Problem ist, der hier muss mich jetzt einmal... Ach, weißt du was? Limit Break! Mutter. Oh nein. Fuck! Beim letzten Treffer killt er mich. Oh nein. Oh Manu. Warum müssen diese Viecher mal dann auftauchen, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst? Diese fucking Killer-Dämon. Ich hab grad von dir gesprochen, du Mistvieh. In die Nüsse. Komm nicht wieder. Frau, geh mir aus dem Weg. Es ist zu deinem eigenen Wohl. Spanking! Please don't ban me! Das ist der Bitte ban mich nicht Twitch Move. Betrunkene Faust 1 erworben? Okay. Aber Alkohol ist böse. Fuck. Oh, oh komm. Ja, Suplex. Scheiße. Alter. Ich hab zwar immer noch nicht raus, was die Level tun, ne? Aber runter gehen sie auf jeden Fall immer schnell bei mir.
Meine Güte, Dude. Und natürlich hätte der sogar den letzten Schlüssel, den ich gebraucht habe. Das ist ja mal wieder ganz toll. Das ist mal wieder ganz typisch. Great. Nächster Bereich will ich noch nicht. Ach, Sekunde mal kurz. Muss mal kurz was nachchecken. Muss mal kurz eine Nachricht lesen. Was, Ah, okay. Oh, das ist erfreuliche Nachricht. Okay. Sorry. Geht sofort weiter. Desto mehr Schaden machst du. Ah, das ist Schadensfaktor. Okay. Also will ich möglichst einen hohen Level haben, weil das einfach mehr Schaden ist. Hätte ich schon fast denken können, irgendwie. Es ist nur schwer, Level oben zu halten in diesem Spiel. Weil du kriegst. Ey, du verlierst dein Level echt super schnell. Generell, wenn du hier die Deckung durchbrichst, machst du dann noch mehr Schaden. Ja, wenn. Ja, wenn. So. Mein Gott, dieses Spiel dürfte heute nicht rauskommen. Nicht in unserer heutigen Zeit. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kommentare von wegen Gewalt gegen Frauen und alles. Und ich denn dastehen würde und mir denken würde, Alter, es ist Fiktion. Get a grip. Das hat bestimmt ein Sexist programmiert. Nee, weißt du, ich find's nur immer interessant. Weißt du, früher hat man uns immer eingebläut, oh, das ist Spiel, das ist nicht real. Ich habe irgendwie das Gefühl, Leute tun mittlerweile mehr so. Au! Ach, scheiße. Tun heute mehr so, als wäre das real als früher. Da muss ich immer an so eine schöne Folge Schrecklich mit der Familie denken von El Bundy. Okay. Nach dem Motto, Tom und Jerry. Maus verprügelt die Katze, beide hauen sich eine Bratpfanne in die Fresse. Alles okay. Und warum haben wir das nicht nachgemacht und uns die Kaulreiste damit poliert? Weil wir noch Eltern hatten, die uns auf die Schnauze gehauen hatten und sagten, mach das nicht. Ja, eben. Aber heute irgendwie habe ich das Gefühl, sobald irgendwas in irgendeinem Spiel oder generell in den Medien irgendwo gegen irgendwas auch nur im leichtesten Sinne anpupst, ne? Habe ich das Gefühl, dass Leute instant ihren Shit verlieren. Ah, trigger-happy. Ja, irgendwie echt. Die Welt ist irgendwie in letzter Zeit sehr trigger-happy geworden. Ja, willkommen in einer Zeit, in der jeder offenkundig seine Meinung kundtut. Leider Gottes tut das auch. Ich meine, am wichtigsten ist, jeder hat seine eigene Meinung und ist die wichtigste. Nee, um Himmels Willen, es ist ja nicht schlimm, dass jemand seine Meinung ausdrückt, um Himmels Willen. Das soll ja jeder machen, um Himmels Willen. Aber wie? Das ist immer dieser kleine Punkt. Ja, das ist ja das Problem. Meinung haben ist ja eine Sache, aber dann immer Verbindung mit meine Meinung ist die einzig wahre und jeder, der eine andere hat, ist ein blödes Arschloch. Ja, das ist das Gefährliche. Mehr ist das ganze Gewichse ja nicht. Die ersten Sex ist meine Dinge. Und du stehst nur da. Nimmst du Drogen? So gut die Kombos hier aus der... Man hat mir gesagt, ich soll Kung Fu Samba kaufen. Verbraucht eine Kugel. Verbraucht zwei Kugeln. Ja, das habe ich ja. 180 für eine Kugel. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das gut war oder nicht. Mal gleich mal gucken. Okay, und ich bin pleite. So, wo war denn das jetzt? Hier, Roulette.
Kung Fu Samba. Ach, ist schon drin. Ist doch nice. Gott, wie viele Kugel, wie viele Moves gibt das nachher? Ja, wenn man mir sagt, Kung Fu Samba ist gut, dann glaube ich euch da auch. Können wir da mal ausprobieren. Wir haben ja zwei Kugeln offen. Und dann kriegt der Nächste, der das Pech hat, mir über den Weg zu laufen, bleiben wir ordentlich auf die Nase. Nee, Ho, ich weiß nicht, ob du diese Debatte mitgekriegt hast hier von wegen vom Black Panther Movie. Ach Gott. Wo irgendwie jeder gesagt hat, wenn du den Film nicht guckst oder nicht magst oder nicht lobpreist, bis ihm die Sonne aus dem Arsch kommt, dann bist du ein Rassist instant, weil, ja. Ach Gott. Und ich, saß da und hab mir gedacht, so, weil, was hat Fiktion jetzt damit zu tun? Vor allem dieser übertriebene Schwachmatentum von wegen, oh, es ist der besteste Film, weil der Hauptdarsteller, verhalt dich fest, ist schwarz. Da denkt man nur, ja, toll, es gab schon genug Superheldenfilme, wo der Held schwarz ist. Echt mal? Spawn, Blade, Meteor Man, Hancock. Okay, Kung Fu Samba ist awesome und super mächtig. Yay. Ich soll jetzt ernsthaft die Lunden ausstampfen? Verprügel dich mit deinem eigenen Holz! Ey, wie cool! Ey, das ist mein... Alter, vor mir kommen hier die ganzen Bilbos mit ihren scheiß Fackeln an! Also, oh shit. Oh shit, Typ mit Blades. Nee, aber jetzt der Film ja hol, das weißt du doch. Wenn du den nicht magst oder nicht als gut befindest, bist du instant Rassist. So ist unsere Welt heute. Und jetzt haltet eure Nüsse fest. Black Panther geht mir am Arsch vorbei. Oh scheiße. Der ist auch kein toller Superheld. Thank you. Ah. Alter, ist der von diesem Podest gesprungen, immer noch an den Pfahl gebunden und rennt ins Feuer? Oh mein Gott, dieses Game ist so weird und ich liebe es. Klingt gut. Memmenschläger? Ich hab einen Move bekommen, der nennt sich Memmenschläger. Der prügelt Minderheiten. Memmenschläger. Eine Wurftechnik. 130 Damage? Wie, Wurf? Ich dachte, du solltest einschlagen. Ich merk gerade, Alter! Kung Fu Samba ist die heftigste Technik, die ich aktuell da drauf hab. Der Rest? Ja, der Feindvernichter, der ist eigentlich, glaube ich, nur gut, wenn ich damit Leute noch comboen kann danach, weil das so ein Launcher ist. So, aber war mal Technik. Ich hab doch eine Drunken Fist. Vielleicht können wir den Uppercut ja ersetzen. Ja, zu lang. Aufladeangriff. Na, so einen habe ich schon. Oh, das ist doch mal ein guter Finisher. Ich bin ganz ehrlich, ich finde dieses System hier, dass du dir deine eigene Combo zusammenstellen kannst, super cool. Yes, man, Kracher. Sieht auch so ein bisschen besoffen aus. Warum muss er danach posen? Dieser Angriff wäre total gut, wenn er danach nicht posen würde. Machen wir mal so. Den Rest können wir ja mal so lassen. Oh ja, doch. Funktioniert. Tür ist jetzt offen. Ja, ich merke schon, also die Techniken, die ich jetzt bekomme, die sind ganz schön... Oh.
Okay, was für eine Challenge ist es diesmal? Das letzte Mal war es eine Capcom-Anspielung auf dieses Auto zerstören. Und das habe ich gefeiert wie sonst nix. Was ist es diesmal? Töte die Feinde, ehe die Zeit... Ach so. Ja, Mensch. Einfach Leute umbringen, das kann ich gut. Aua. Ja, so nun nicht unbedingt. Vor allem nicht, wenn die mit der Peitsche da rumnervt. So ein Heckenpenner, was? Oh boy. Okay, das ist aber machbar. Der Yes-Man-Kracher Stunt-Derbst. Echt? Wäre vielleicht da jetzt Combo-Finisher gar nicht so doof. Oder vielleicht irgendwo anders noch mit drin. Kung-Fu-Samba ist hart gut. Ach, der lebt noch! Ich habe zwar gedacht, ich bin da reingelaufen, aber gut. Das ist irgendwie nicht so cool. Das mit dem Auto fand ich cool. Ja gut, es ist dann der. Es ist aber, lässt sich aber auch ziemlich weit offen. Ziemlich lang. Gibt auch Energie für die Godhand. Okay. Ja, mal gucken gleich. Sekunde. Au. Diese blöden Peitschenfrauen, ne? Gottes Willen. Das Schlimme ist, ich weiß, das sind nicht die Letzten. Ich krieg ja nicht mal die hin. Ich hab das Gefühl, die machen mehr Schaden oder so. Du kannst am Tournament mit Movement skippen. Ach, das ist cancelbar. Okay, das ändert einiges. Scheiße. Na gut. Meine Güte. Meine Güte. Jesus Christ, ich krieg nicht mal einen von denen kaputt. Hab das auf Twitter hochgeladen. Okay, give me a second. Check das mal nebenbei mit dem Handy. Mal so zwischen den Dings drin. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, genau. Geht doch! Eat shit, Dickhead! Boom! Der lebt ja immer noch. Die ist down. So. Ach, geil, noch mehr. Und die schmeißen jetzt auch noch Zeug. Die werfen jetzt auch noch mit Kochtöpfen. Ja, okay. Wann haben sie mal den Weg in die Küche gefunden? Okay, das versuche ich, glaube ich, nicht weiter. Das ist mir zu über. Ich frage mich, wann die ersten randalieren im Chat. Wieso? Ich habe gar nicht zu... Was hast du gesagt? Kochtöpfe, ich habe sie mal den Weg in die Küche gefunden. Der ist racist. Ich war dann auf den ersten, der mal zufällig hereingeritten aus für bare Münzen.
Bestimmt schon häufiger passiert. Würde meinen No-Name-Status erklären. Wait, wait. Okay, das ist cute, warte mal. Das retweet ich mal, das finde ich nice. Erwecke den Dante in dir. Wieso sind hier über so viele Kisten? Ah, lass mir mal stehen, I got full health. Na gut. Ah, warte mal. Wir sollten ja die Dings ausprobieren. Dann machen wir das doch mal. Nehmen wir das mal als Combo-Finisher. Was war das jetzt? Der Yes-Man-Kracher. Let's try. Ja, okay. Man kann es canceln. Das macht um einiges besser. Ja, aber das meine ich. Du kriegst so auf die Nase dabei. Naja. Bläh. Ich hab zwar keine Ahnung, wenn er oben blockt, wie er einen Sweep abblocken will, aber... Ist der über seinen Kumpel drüber gesprungen? Okay, ihr seid sicke Dudes. Leider seid ihr jetzt auch gleich tote Dudes. Also erst sind sie krank, danach sind sie tot. Also sind sie todkrank. Basically. Nein, du sollst sie... Oh, fuck, der soll doch die Kirsche aufheben. Ach, scheiße. Warum müssen das so mit den Kirschen sein? Es können auch Orangen sein. Du weißt genau, warum ich Kirschen meine. Tu ich das? Ja. Macht auch so seltsame Geräusche beim Essen. Oh, jetzt hat's Klick gemacht. Okay, ihr seid richtige Spaßvögel, you know? I'm gonna kill you right away. Och, natürlich, kommt da. Brennt das? Das Ding hat ein Schwert! Okay, das Ding hat ein Schwert! Okay. 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 Moment. Für eine Combo müssen wir, glaube ich, doch was anderes machen. Nehmen wir den wieder. Aber wir setzen mal einen von den Sweeps. Ich glaube, Sweep habe ich zweimal drin. Das können wir ersetzen. Okay. Könnte jetzt ein bisschen pretty werden. Ja, ich mag den Move überhaupt nicht. Meine einzige Frage immer noch, warum müssen diese Viecher random erscheinen? Das ist irgendwie sehr merkwürdig.
Das sind so ultra starke Gegner, die tauchen einfach dann auf, wenn ihnen danach ist. Na doch nicht. Ach du Scheiße. Das war ein Bagger. Ein Sub-Boss. Wieso wundert mich das nicht? Aber hat der Sub-Boss auch einen Mohawk? Nee, hat er nicht. Dann ist er es nicht wert, ein Sub-Boss zu sein. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Au. Scheiße. Warum haben die Dinger jetzt ein Schwert? Ich brauche kein Geld. Ich brauche etwas, gegen ich mich mit ihr gegen Klingmeister-Dude hier bewähren kann. Raketenwerfer, Auto. Eat shit. Wow, absolut nothing. Aua. Jetzt hätte ich nicht schon genug mit diesem übergroßen Bagger zu tun, ne? Uralte Joestar-Technik. Mio Nanda, yo! Smoky. Oh mein Gott. Ja, Geld. Geld is what I need. Kauf deine Kirsche. Ich würde mir so gern... Oh, nice. Kirsche. Okay. Geh weg. Oh, time for you to die. Fireball! Hadouken! Oh, das löst ein Problem. Kinnkanonade? Klingt nach Spaß. King Crimson. King Crimsons Lieblingsmove. Voll daneben. Ach, hier spawnen unendlich viele Gegner. Das ist ja schön. I better hurry up then. Wow, das war Damage. Dieses Ding hält nicht so viel aus. Und es geht auf seine eigenen Leute. Das ist immer sehr freundlich. Ach, noch mehr Leute. War ja klar. And they got knives. Oh yeah. Oh, you're gonna have a bad time now. Hab Lampe. Nächste Aussage ist Aua. Und deine nächste Aussage ist Au! Oh komm, ich reiß dir nochmal die Lampe raus. Auf Fall. Mio und Andayo! Oh, komm, hier muss doch irgendwo noch irgendwas Nützliches sein. Wenigstens etwas Nützliches. Verschlossen. Hätte hier hoch.
Es sieht auch nur leicht bescheuert aus, wie ich mit diesem Lampenpfeiler rumlaufe. Hier werde ich heimleuchten. Dem werde ich heimleuchten. Ja, genau. Dir geht ein Licht aus. Ich hab die Tür so hart verprügelt, dass sie mich reingelassen hat. Wer braucht schon Schlüssel? Ja, umarm ihn! Mit Schmerzen! Neckbreaker! What the fuck? Wie viel Schaden hat das gemacht? Typ mit viel zu langen Armleuchtern. Ja, das ist jetzt... Lass mich raten, alles nochmal. Lass mich raten, alles nochmal. Richtig? Ich hab recht, ne? Okay, nee, hier war ein Checkpoint. Nice. Manchmal ist das Spiel dann ja doch nett zu einem. Die Tür haut mich! Knock, knock, wo ist der? The door. Die Tür ist ein Arschloch. Au! Die Tür ist ein absolutes Arschloch! Ja. Oh, fuck. Ja. Au. Du bist echt ein Pisskopf. Okay, I'm sick of your shit. Let me hug you with pain! Knack! Come on, jetzt. Oh, really? Du bist ein Arschloch. Um genau zu sein, jeder von euch ist ein Arschloch hier. Jeder hier, der versucht mich zu hauen, ist ein Arschloch. Everyone's an asshole. Alter. Dem Kerl rechne ich jetzt ab. Das war's. Aber erstmal muss die Tür wieder dran glauben. Aua! Au! Au! Blöde Tür! Und sack jetzt nicht, Tür! Diese Tür ist ein Arschloch! Diese Tür ist ein absolutes Arschloch! Ein blödele Buddel! Tot bist du auch gleich. So. Einmal alles. Sackgesicht. Unhöfliches Pack. Tür ist jetzt offen. Weiter. Ja, ohne Scheiß, so ein Super Mario. Du willst durch eine Tür, auf einmal fängt die Tür an, dich zu verprügeln. You get. I love it.
Hier kann ich nicht runter. Wow. Das war ein Bild für Feministen. Eine Frau, die eine Frau foltert. That's something. Hilfe ist doch schon in Arbeit, meine Dame. Aber die Frau kann sich selbst verteidigen. Sie ist eine starke, unabhängige Person. Deswegen liegt sie auch gerade am Boden und ruft um Hilfe. Nein, das ist nur die Rolle, die die Gesellschaft ihr aufgezwungen hat. Oh, come on. Moment, was? Sie haben mich so oft vermöbelt, dass ich es jetzt richtig genieße? Okay, this game is weird. Kettenreißer. Man merkt so. Okay. Man merkt, es ist so aus Zeiten, wo man es noch nicht so ernst macht. Ja, wo noch nicht jeder so trigger-happy war, ne? Ja, doch. Okay, dieses Spiel ist definitiv auf einer schöneren Zeit. Mann-zu-Mann-Technik, 80 Damage. Oh ja. Na, ist nicht schlecht. Ach du Scheiße. Ah, cool, kann man kaputt machen. Kaputt. Oh, fuck. Ja, der hat eine Keule. Ah, shit. Ich habe nicht den gefunden, den ich eigentlich wollte. Suplex! Mit dem Blatt konstant in die Nüsse. Gib mir deine Keule. Ich will deine Keule. Hui. Vor allem, was für eine Megakeule das auch ist, ey. Das ist ein Riesenprügel. Dinge, die man heute so nicht sagen darf. Ja, ohne Scheiß. Also unsere heutige Zeit ist echt, fühlt sich wegen jedem Scheiß auf den Schlips getreten. Wurde die Keule auch aus ökologisch nachhaltigem Holzbaube gemacht oder ist sie Tropenholz? Laberst du jetzt von veganen Keulen oder was? Nein. Nee, von ökologisch angebaut. Nö. Hol, ich hau mit dem Ding auf andere Leute. Ich weiß nicht, was wir sonst damit machen wollen. Punch. Und ein gutes Gefühl haben? I just punch people. Das ist meine Option. Das ist meine Berufung. Ich haue Leute. Du setzt die Prioritäten also sehr unten an. Mein Dude macht auch keinen Unterschied dabei, ob es ein Dude, ein Dämon oder eine Frau ist. So wie es aussieht. Damn, I'm poor. Das ist auch eine Art von Toleranz. Those punks don't know how to treat a lady. Help! Was ist er denn? What the? Not me, you idiot, him! You're looking for love. Hat der einen Bumerang? In the wrong place. Scram, sweetheart. Der Typ hat einen Bumerang. Der andere ist ein Bulle. Who did not care a fuck? What do the five fingers say to the face? Good one, kannte ich schon. Just another useless human arm. Useless? Yeah, look. Gross. Piece of crap.
Oh. Oh, Vorgeschichte. Wie Blut. Der Kerl hat mir mit einem fucking Bumerang den Arm abgeschnitten. Cool. Mach's doch mal. Das ist der härteste Australier, den ich je gesehen habe. Der krasseste Australier, der golden strahlt. Und er kämpft der gegen Kerl unterscheidet deine Hand. Ich würde es gern können. Jemand mit einem Bumerang den Arm absäbeln. Ach du Scheiße. Triple Bossfight. You. That's a nice right arm you got there. Ja, hey Harley Quinn. Is the loser we messed up on our walkabout? Madam Conchita. Oh mein Gott, Typ, wie isst du Spaghetti? Oder wie isst du überhaupt? Außer durch einen Trog. Bruce und Felix? Oh mein Gott. Bye bye. Oh, fuck! Der haut... Oh, die Kiste war im Weg. Scheiße. Du Scheiße. Get this, bitch! Suplex! Bleib liegen! Und dann hast du nichts mehr zum Zuhören. Ach, ich hau auch so irgendwas. Ich bin da nicht wählerisch. Oh fuck. Du prügelst dich einfach so durch eine Handvoll Menschen. Ja, genau. Scheiße. Okay, das war einer. Das ist der zweite. Bingo. Oh ja, dich umarme ich. Knack. Fuck. Wow. Scheiße, das ist nur Geld. Das Schlimme ist, ich habe den Sweep auch noch kommen sehen. Shit. Muss ich mich gegen alle drei jetzt anlegen? Das könnte kritisch werden. Oh meine Güte, ja. Gegen alle drei. Das könnte schwierig werden. So, wir es mal so. Ah, ich glaube, das ist weniger Schaden als mit dem Drachenkick. Oh, wobei. Suplex. Ah, bingo! That's what you get, Bullman! Oh, fuck. Alter, Verwalter. Ich hatte gehofft, das geht noch durch. Spoiler, it doesn't. So. Das war einer. Und den schmeißen wir erstmal mit Zeug. Das hat nicht funktioniert.
It did not work. Okay then. Oh fuck. Och ja. Fuck, ich will doch nur das... Okay denn. Wanna die? Einmal durch den Raum. Fuck. Shit, das ist nicht gut. Okay. Scheiße. Ja, und die letzte auch noch, wa? Ja, wow. Ganz toll. Geld. Und ich bin tot. Ich muss echt drei Bosse hintereinander? Alter. Ja, alle drei. Das ist einiges verlangt. Suplex. Dubdeck. Black and Decker. Decker. Fuck, vielleicht muss ich zweimal dodgen. Gut. Er ist eigentlich noch der leichteste, der erste. Er hier, ne? Er benimmt sich wie ein riesiger Jatz. So. Irgendwas habe ich hier aufgesammelt, was eventuell cool ist. Hat das rot leuchtet mit Special Effects? Ich bin jetzt auf einmal rot. Rot ist immer gut. Ja, ne? Wenn man auf einmal anfängt zu leuchten, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Crack! Diese blöde Nuss. Sieht auch überhaupt nicht nuttig aus. Also wie jeder zweite, der da über den Weg läuft. Ja, und sie hat offenbar einen Command Grab, was mir nicht gefällt. Scheiße. Yes. Come on. Meow. Nice. Ja, nice. Die macht mehr Damage als der Große irgendwie. Okay. Nichts mehr über.
Nur noch du und ich, meine Dame. Damn Spanker! Fuck! Oh! Ich hätte fast God Mode wieder fertig. Oh, scheiße. Oh, so close. Mit ihm hier. Das wollt ihr eigentlich nicht. Oder ich stampfe ihn, das geht auch. Fuck. Und das war der Dicke. Oh fuck. Meine Güte, deine Kombo geht mir ein bisschen zu lang, mein Dude. I can hug you forever. Fuck. Geht doch. Der Penner. By the way, nicest Make-up. Crack. Ah, das ist fast eher jetzt schon. Da sind wir doch mal, oder? Und Genick gebrochen. Okay, das war der. Fuck. Dieser Command Grab von ihr, ne? So. Du blöde. Nein, 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 nein. Nein! Oh, come on! Diese Frau ist so eine Hure. Die geht mir so auf den Keks mit ihrer Scheiße. Mann, die macht mehr Schaden als der Dicke hier. Komm doch her jetzt. Das machst du zum ersten Mal. Ay, caramba. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich habe mich eben gerade besser geschlagen eigentlich gegen die ersten beiden Deppen und wurde dann vom RNG verkackt. Als sie gesagt hat, nö,
Jetzt spawnt ja mal nichts. So gar nichts. Dann lehnt sie jetzt mal mit. Ach, come on. Das hat eben die ganze Zeit funktioniert. Warum tust du das jetzt nicht mehr? So. Yep. Musik ist aber auch echt gut. Crack. Come on. Pisskopf. Natürlich. Come on jetzt. Crack. So, das war er. Jetzt kommt die Ische. Okay, guten Drittel runter. Nice. Oh, Danji. I love it. Oh, das wird wehtun. Oh, you are dead. You are so... Oh, you are so dead. Oh Gott, der Damage. Alter, das tödlichste Hinternversohlen der Welt. Irgendwann kommt das Schlimmste, was dir geschehen kann. Ein Gegner, der keinen Arsch hat. Ach, deswegen sind Türen so effektiv gegen dich. Oh, Scheiße, ich wünschte, du könntest keine Spaghetti essen. Ach nee, guck mal, du hast zwei fucking Kugeln als Hände. Dann ist halt Köttbula. Ui. Das war eine harte Nuss. Einfach mal drei Bosse zugleich. Warum auch nicht, ne? Und was macht der Typ mit den komischen Kugelhänden, wenn er sich mal die Nase putzen muss? Alter, stell dir mal vor, der muss auf Toilette. Was macht der dann? Oh. Ich muss mal, aber ich krieg meine Hose nicht runter. Scheiße. Oder so viele Situationen. Nase putzen, Klo gehen. Es gibt so viele Momente, wo du einfach nur am Arsch bist mit sowas. Oh, mein Auge juckt. Ah! Oh. Was haben wir denn hier noch so Leckeres? So, können wir mal kaufen.
Habe ich jetzt echt einen neuen? Nice. Da nehmen wir den mal. Eine betrunkene Faust? Oder mal einen vernünftigen Finisher? Ne, das habe ich ja sowieso dran. Versuchen wir es mal so. Schön die Combo erhöht, nice. Oh ja, doch. Könnte sich als nützlich erweisen. Ja, der Roulette-Punkt, den muss ich mir auch demnächst holen. Ne? Mache ich als nächstes, glaube ich. I love this game. Es ist super schwer, aber es ist, macht auch Spaß, wie sonst was. Also an eine Sache kann ich mich noch im Dunkeln erinnern. Hattest du schon die Duschback-Truppe? Ich habe eine Menge Duschbacks verprügelt. Ja, du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Das sind 5 Typen. Okay. Ich meine, ich habe gegen zwei... Wie sage ich das am ehesten, ohne irgendwie irgendwem auf den Schlips zu treten? Zwei ja, Jungs, Schwule, wo man da rumrennt, da genug. Zwei Schwule, die mich mit ihrem Arsch angegriffen haben. Und das ist mir ja, so passiert, wie ich es gerade erzählt habe. Ja, von der Sorte gibt es ja genügend in dem Spiel. Das weiß ich auch noch. Nee, aber ich meine wirklich eine Duschbeck-Gruppe. 5 Typen in kunderbunten Kostümchen. Okay. Möchte gern Power Rangers. Ich wollte eigentlich den Mem-Macher mal ausprobieren. Suplex! Welcome to Suplex City! Achso, noch ein Einwohner in Suplex City, ja Mensch. Das musst du aber auch sagen. Da musst du dich anmelden für. Kommst nicht so einfach nach Suplex City? Fuck! Suplex City! Alter, Throat Punch! Die! Oh nein! Stimmt, die Kettenreise habe ich auch noch nicht probiert. Dead. Das war eine... Oh, shit! Das war scheiße. Das auch. So, ich kann auch einfach weiter. Ja, Mensch. Wenn die hier immer wieder rauskommen. Ach komm. Oh, fuck. Oh, shit. Du darfst dich doch gerne raushalten, Frau. So. Nice. Ist das schon wieder so eine Assi-Tür?
glaube, das ist wieder so eine Asi-Tür, oder? Ja, eine Asi-Tür. Nächster Tür. Jetzt ist Ruhetür. Hör auf. Hör auf mit mir zu. Oh, eine Erdbeere. Awesome. Mein Dude mag offenbar Erdbeeren. Ich kann es ihm nicht verübeln. Erdbeeren sind awesome. Aber Kirschen? Ja, Kirschen auch, aber Kirschen heilen auch nicht so viel. Musst du wissen. Geld. Nam, nam, nam. So, was jetzt? Ich habe ja nur drei Bosse gleichzeitig hinter mir. Was können wir mir noch entgegenschmeißen? Vier Bosse. Why the hell are we doing this again? Sweet! Konyo. Will you treat the bodies with some respect? Krillin Shippuden hat gesprochen. Hey, big guy. Sounds like you're in a jam. Now you're gonna have to bury me yourself. These gravestones aren't yours, cabron. I want you alive. Wisst ihr, nachdem C18 ihn verlassen hat, hat er gesagt sich, boah, ich brauche Kokain und Nutten. Und er hat aufgehört zu trainieren. Zumindest hat er alle das glauben lassen. Krillin Shippuden Origin Story. Ach du Scheiße. Und ein Finish aus dem Toter Yamcha im Erdloch. Woher weißt du das? Ich kenne die Mangas. Ich weiß, was kommt. Dann haben alle sechs ganz viel. Oh mein Gott, ich hab ihn so hart verprügelt, dass er zu fucking Feuerwerk wurde. Du hast also ein Feuerwerk in ihm entfacht. Basically. Was hast du für einen Schieberblock eingeschoben? Gar keinen! Du weißt doch, dass Böllern außerhalb von Silvester verboten ist. Das war nicht fair, Dude. Tschüss. Oder! Ist hier irgendwas? Irgendwie macht er immer noch Feuer. Er fährt irgendwie auf mich zu. Alter, hier muss doch irgendwo was sein. Kirsche. Yay! Dero. Oh, mein Level schon wieder. Come on. Kannst du nicht dem Spiel am Soundboard gut machen? Okay, der Typ ist offenbar auch noch mehr Buff. Okay. Es ist auch noch mehr Buff. Ja, war aber nicht. Ja, erstmal muss ich mich mit den beiden Dickheads hier anlegen, weißt du? Das Spiel fängt an, so ein gemein zu dir zu werden. Es ist echt, ich meine, es macht immer noch saumäßig Spaß, so ist es nicht. Aber man könnte sagen, es ist das Dark Souls der PS2. Ah,
das heben wir auch mal auf. Es ist verdammt gut, aber auch super schwer einfach. Ach, come on. Ah, es ist Instant Stun oder was? Oh, nicht schlecht. Alter! Warum bleibt mein Level unten? Fällt mir jetzt erst auf. Oh, come on, da bin ich ausgewichen. Komm her, Dickerchen. Alter! Ja, das habe ich verdient. Na komm, gib mir doch. Ja komm, God Mode. Oh fuck. Nein! Oh, die letzten zwei AP, die er hatte. Oh, Mann. Letzten zwei AP hatte der nur noch. Fucking shit. Der hat eine Orange gedroppt, das ist nice. Zusätzliche Karte. Seht ihr, Kinder, ist das doch nicht so alles schlecht in dem Spiel. Er ernährt sich vegan. Ja, doch. Und wenn ich den Orangenbaum nicht gefragt habe, wo ich seinen Scheiß haben darf. Was, du hast ja Valentina nicht gefragt? Schande! Nein. Ich habe auch Nestle nicht gefragt. Die fragen dich auch nicht. Auch wieder wahr. Yes. Oder. Dragon Kick! Und tschüss! Ha!
Ach komm. Au. Wie viel mich das an meiner Erfahrungsleiste gekostet hat, ey. Wirklich. Ah, komm schon! Oh, geht doch. Was, der Kettenreißer debufft? Sag mal, steht das irgendwo oder denkst du dir das aus? I think I'm gonna starve. What the hell? That works for me. You got to do what you got to do. Once I get a snack, you're mine, cabron. Legs down! You're either really honest or really stupid. Really stupid trifft's. Das Spiel sagt es einfach nicht. Okay, auch nicht schlecht. Ach so, die Erfahrung sollst du selber machen. Offenbar hat das Spiel gewisse Angriffe, Fähigkeiten, die das Spiel mir nicht mitteilen möchte. Wie zum Beispiel, dass dieser eine Move halt Gegner debuffen kann. Pardon. I had to help this old man with arthritis. Unbelievable. The first demon with a conscience. That old guy had no meat on his scrawny bones. And you have any idea how tough meat that old is? Do you? What happened already? Oh, yeah. The cabron. You're not gonna be catching him easy. That god hand serious. Ja, wie gesagt, das vom den Stun habe ich ja gesehen, dass es Gegner instant stunt. Aber das ist von dem Debuff? I'd have seduced him and drawn out every last drop of sweet red blood. Sweet red blood. All right, Shannon, it's time to invite him to your little show. I've already sent him an invitation. Ah, super. Ein Vampir-Succubus. Mir hat gerade noch gefehlt auf meiner Liste. Level 3, Spielplatz für Erwachsene. Ja, das klingt doch schon mal schön. Das klingt doch schon mal gleich nach Please Don't Ban Me Twitch. So, was können wir denn da mal kaufen jetzt? Was gibt's denn jetzt? Das ist ein Retro-Klassiker. Er wusste es nicht besser. Oh. Zen Revival. Kostet mich ab. Okay, das ist eigentlich ein ziemlich beschissener Deal. 30% an Heilung, aber verbraucht zwei meiner Kugeln, die genauso selten sind. Langstreckentechnik. Könnte ich den einen Feuerball ersetzen? Mal gucken, was gibt's denn sonst noch? Gesundheit. Ich brauche unbedingt die Roulette-Kugel eigentlich. Ja. Oh, da, teuer. Aber gut, dafür drei Kugeln jetzt. Ist auch nicht schlecht. Oh, schon mal drei Kugeln. Ja, funktioniert doch schon mal. Und speichern. Hast du dir mal einen LP-Dazong geguckt oder woher kennst du hier Leute aus dem Spiel, lol? Immer mal wieder drüber gestolpert, ist recht bekannt. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel echt geil. Es ist sauschwer, die Steuerung ist super gewöhnungsbedürftig. PS2-Ära. Capcom PS2-Ära, ja. Kennt man nicht anders. Es ist wirklich. Es spielt sich wie Resident Evil 4, nur als Fighter. What an evil bitch. I want you to help those people. Also wenn Leon seine krassen Moves macht, ohne dass er ständig eine Taste geblendet wird. All right, already, I'll go.
Was sind denn die Evil 4 als weiter? Also könnte man rein theoretisch Ashley den Arsch versohlen. Den Spank-Move gibt's ja hier. Den letzten einen Boss habe ich ja kaputt gespankt. Ashley verprügeln würde mir gefallen als Ansatz. Vor allem... Da droht eine Mädchen Gewalt an. Ja, vor allem allein schon. Weißt du, ich habe den einen Boss zu Tode gespankt. Davon mal abgesehen. Ey, das Spiel wird definitiv... das Video wird definitiv nicht werbefreundlich. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Oh Gott. Was seid ihr denn jetzt für welche? Suplex! Welcome to Suplex City! Oder auch nicht. Okay, hi. Oh, wunderbar. We built the city on Suplex City. We spanked the city. Ich glaube, ich nehme echt mehr Schaden damit. Aber wie gesagt, das Spiel sagt einem einfach nicht, dass das ein Debuff ist. How did I do that? Du bist doch schon... Oh, come on! Du bist doch schon längst tot! Du hast doch keine Energie mehr! Sabbel nicht! Alter! Du bist schon tot! Halt doch die Fresse! Meine Güte! Oh, wir spawnen einfach random! Hope you don't mind! Ich finde die Dinger so fucking weird. Die sind so unberechenbar und broken. Und dann spawnen die einfach random. Das ist irgendwo... Ich glaube, das ist eins der Feature, wo ich nicht nachvollziehen kann. Es wirkt einfach super random einfach nur. Spank that butt. Spank that. Abgerissen. Alter. Vor allem die Frauen halten ganz schön was aus hier. Weißt du, ein Dude, der Dämonen verprügelt und alles? Und die, sie denkt sich, ja, ist ein normaler Donnerstag. So, sind wir jetzt... Danke. So, und jetzt du. Knuff. Da, und diesmal kommt keiner bei ihm. Das ist so ein merkwürdiges Feature. Das ist, kann ich irgendwo nicht ganz verstehen. Warum kann ich in das Gebäude hier reingucken? Vor allem ist es wirklich ein Vergnügungspark. Es kommt jetzt nur drauf an, was für eine Art Vergnügen. Ja, es ist. Nee, es ist ein ganz normaler Vergnügungspark. Hm. Hätte ich jetzt in dem Kontext irgendwie nicht erwartet. Ich auch nicht. Ändert sich wahrscheinlich noch. Wow. War. Der andere ist tot. Jetzt sag mir nicht. Ich nehme einfach mal den Schirm. Hope you don't mind. Hä? Ich kann da rein? Au.
Oh. Ich sollte vielleicht einfach die Tür nehmen. Das ist ein fetter Clown! Oh, cool. Soll ja auch noch Clowns verprügeln. Was ist nur aus Bucky geworden? Echt mal. Buckys neue Superkraft. Nach ein paar Jahren Zeitsprung, er wird fett. Okay, also offenbar kann man auch durch manche Türen durch, einfach so. Kann ich denn hier irgendwo durch? Ist hier eine Tür? Nö. Wusch. Ist irgendwo noch ein Regenschirm, den ich mitnehmen kann, um Leute zu verprügeln? Cool, der hat sich jetzt einfach Geld aus dem Po gezogen. Hm. Meine Lieblingsform von Geld. Po-Geld. Ist das dann Schwarzgeld? Kommt auf die Person an. Hm. Hab ich nicht gesagt, nein. Hm. Oder für die Generation, die noch mit Kohleofen groß wurden. Das braune Gold. Unter anderem. Der stecht dich mit einem fucking Regenschirm. Oder einem Sonnenschirm, um ehrlich zu sein. Wow. Hardcore. Nicht wahr? Umbrella wäre stolz auf dich. Keks wird's feiern. Keks wird's feiern. Keks feiert das. Boah, Level 3! Boah, ich war noch nie Level 3. Fängst du jetzt an zu leuchten, wenn deine Haare wachsen? Hey, this is to go even further! What the fuck is that? What the fuck is that? Oh shit, bananas! Oh fuck. Was macht der Typ mal, wenn er irgendwo ein gekochtes Schnitzel findet? Ein gekochtes Schnitzel. Boah, das ist schon widerlich in sich selbst. Ja? Oh, come on. Wirklich? Ausgerechnet so einer. Ich geh dann mal. Hör auf dich. Kamera. Oh shit. Fuck. Au. Nein! Oh gut, du bist tot. Ich wollte doch nur den Kram. Och, Mann. Mann, warum müssen diese Viecher da auch immer rausspawnen, ey? Mann. Ey, eigentlich solltest du deine Superfähigkeit nur noch dann benutzen, wenn du merkst, dass irgend so eine Megakant irgendwie spawnen könnte. Klingt nach einem logischen Plan. Ja, das ist einfach... Ich weiß, also das Feature, das kann mir echt gestohlen bleiben. Oh ja, irgendwas ist... Ja, eben. Sag mir auch.
Mal, entweder sind das konstante Gegner, die immer an derselben Stelle spawnen, oder nicht. Aber dieses Random, das ist echt ekelhaft. Weil du denkst, ach gut, jetzt kann ich ja gerade mal meine Fähigkeit hier benutzen, einfach um mir ein bisschen, ja, mir ein bisschen Dings hier, Fähigkeiten zu sparen. Was war das denn jetzt, du Boon? Und dann spawnt da irgend so eine Missgeburt aus dem Kopf von dem, weißt du? Ich find's aber geil, wie diese Dinger hier im Grunde die Arbeit für mich erledigen. Okay, da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Aber da ist Zeug drin. Yes, I need to get good. I need to get even gooder. Butter. Ja, wie gesagt, das ist so das einzige Feature, was mich so ein bisschen abfuckt in diesem Spiel. Dass diese Viecher irgendwo wirklich zu 100% random spawnen. Dass sie dafür echt ein bisschen zu stark sind. Knuff! Oh, mega Buff. Der, ich bin auf einmal rot Buff. Wo ich auch keine Ahnung habe, was der bringt. Naja, leuchtest du rot. Ich leuchte rot und offenbar können die Leute meinen Scheiß nicht mehr blocken. Und du leuchtest. Alter Anime-Logik, wenn was leuchtet, ist es gut. Außer es ist der Gegner. Ja, dann ist es nicht gut. Ist mal gut jetzt. So. Wow. So, was ist hier die Challenge? Mal gucken. Alles klar, Ragnar Zero, bis denn. Das Game ist halt super durchgeknallt. Für die Feinde Zeit. Boah, schon wieder? Können wir nicht nochmal so eine schöne Capcom-Referenz haben von damals mit hier. Mit dem Auto kaputt machen? Das war schön. Damals, als sie noch cool waren. Ja. Und nicht einfach nur Scheiße verkauft haben. Zabatze, Buken! Zabatze. Oh, Scheiße. Ecke. Gute. Alter. Einmal kurz gleich was essen oder dann mache ich gleich auch meinen Stream an. Oh shit. Ach, du wolltest ja heute? Ach ja, stimmt, heute ist Freitag. Du wolltest streamen heute. Auch. Bist gerade ein bisschen leise bei uns. Also bei mir zumindest. Ja. Weil mein Mikrofon am ADD steht. Ach so, am Arsch? Am Arsch? Ja, so in etwa. Ich trage gerade meine Schuhe, die ich heute verkehrt bekommen habe. Ah. Es ist ungewohnt, weil das sind keine Springerstiefel. Sagen wir so, die gehen einfach nicht so, wie sie sich gehen sollten, weil meine Daten zu kurz sind. Aber ich finde es schon mal schön, dass es klar. Die Waden eines Baden. Ja. Weil morgen habe ich ja mein Claire-Shooting. Und okay. ich sitze im Claire-Cosplay hier vorm Rechner. Okay, einmal versuche ich das noch. Das ist irgendwo, jedes Mal diese Ladezeiten, wenn du diese Challenge neu versuchen willst, das ist voll nervig. Ich hab mir heute hier dieses Kinder-Riegel-Eis gekauft. Das was? Riegel-Eis? Hier, Kinder. Hier wird Kinder-Eis herausgekauft. Ah, so das. Du nimmst also eine Packung Kinderriegel, lass sie schmelzen und frisst sie ein. Yay. Das
noch reisen. Du nimmst Kinderriegel und frierst sie ein. Tada! Ja. Das ist klar. Ich frag mich nur, in welchem Kontext du jetzt dann plötzlich an dem Gefrierfach vorbeikamst und dachtest, Kindereis, Tatis, perfekt. Nee, ich habe halt getankt gehabt und bin halt reingegangen. Und man, wenn man reingeht bei uns in der Tankstelle, kommst du automatisch am Gefrierdings vorbei. Ah, die Kühltruhe hat dich angelächelt. Kauf mich, kauf mich. Ja. Auch eine geile Aufzählung. Nation, Barbie, Cook Veronica. Veronica reinlegen. Jo. Das ist doch voll die Produktplatzierung. I love it. I love it. Knickknack. Knickknack rupfe ich ihm den Schädel ab. Yay. Boom. Wow. Kabutschki! Kabutschki! Und Kabutschki! Oder, oder, oder! Oh? Shorthand. Nice! Nice! Der beste Chill-Stream, weißt du, ich prügel hier Massen und Massen an Leuten und es ist ein Chill-Stream. Das Spiel macht einfach so unglaublich viel Spaß, obwohl es so schwer ist eigentlich. Es ist echt so ein Spiel, wo es sagt, geht gut, aber geht gut auf eine gute Art und Weise. Das war noch Lernkurve, sowas kennen die Kinder heute gar nicht mehr. Und by the way, moin Blitzrocks. So, was kommt jetzt? Es kann mich kaum noch was abfucken mittlerweile in diesem Spiel. Ich nehme alles zurück. Das ist ein Gorilla. Oh nein, nicht der Gorilla am Bus. Stopp. Ich darf einen Gorilla hauen. Ich darf einen Gorilla hauen. Aber der guckt doch so nett. Ach du Scheiße, der ist ganz schön hart. Der haut zu. Oh nee, ich will keinen Stress. Das hätte ich ja vorher überlegen sollen, bevor ich dir die Fresse einschlag.
blödes Mistvieh! So viele Jahre der Qual. Oh, reiß das Schild raus. Oh, yes. Gonna have a bad time. Also, Shadow darf einen Affen verklopfen und Keks hat Eis. Win-win. Au, au. Ich will mir wenigstens... Gorillas hupen! Bevor ich morgen sterbe. Und zwar sterben so aufgrund von meines Cosplayer und tut sich Eiskälte. Verdammt. Hat er sich jetzt geheilt? Alter, hat der viel Energie. Das Kinder Bueno Eis kann man essen. Und wieder nimmt das Zeug und wir wissen Gefriertruhe. Offenbar nicht killen. Und ist im Grunde Free Counter. Me likey. Ich darf einen Affen suplexen danach. Gorilla Suplex! Ich hab den fucking Affen tot gesuplext. Und ist dein Leben jetzt erfüllt? All die Jahre. All die Jahre des Leidens. This is what you get, you monkey fuck. Alter. Aber er wollte doch nur mit der Norde. Ich hab grad einen Affen tot gesuplext. Oh, weißt du, was das für mein Leben bedeutet? Schlimme ist ja, du hast einen Wrestler-Affen gesuplext. Yes! Ich hab einen Gorilla gefucking suplext. Suplex City, Einwohnerzahl Affe. Gewinner, Verlierer. Ein Rocket Launcher. Wie kann ich das Ding feuern? Ach Gott, als ob du eine Waffe abfeuerst. Du verprügelst Leute mit dem Ding. Ich hab grad einen Rocket Launcher abgefeuert, oder? Und bin jetzt tot. Geil. Ich hatte vor dem Affenkampf nur noch ein HP, also von daher. Und dann liegt zu dann... Zu blöd, um einen Raketenwerfer abzufeuern. Basically. So. Ich hab Getränk. Hm. So. Erst den Raketenwerfer abfeuern und dann und dann jemanden damit verprügeln. Also mein Stream ist auch schon mal online, zu Hause. Ja, okay. Ist auch deiner Nachbarn informiert, dass du wieder rumkreischt? Nein. Natürlich kommt da so viel raus. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Ja, wie wär's? Ja, bring mich einfach um. Das ist so fucking asozial. Diese Viecher, ne? Die kannst du wirklich löschen. Das Einzige, was du rausnehmen müsstest aus diesem gesamten Spiel, sind diese Nerversche. Sind diese fucking Nerversche.
finde es einfach sehr geil, wie momentan noch mein Winter-Dingsy noch aussieht, mit ganz viel Gips noch bestückt ist vom letzten Mal. Okay. So mit Gips rumgespannt. Boom! You're gonna die. Weißt du, sobald diese Viecher nicht spawnen, ne? Diese komischen Höllendämonen-Whatsoever-Dinger. Sobald die nicht spawnen, ist das eigentlich total Chillzone. Aber diese Viecher. Vor allem meine gesamten Level sind schon wieder weg, ey. Das ist. Ja, komm, spawn noch mal so ein. Du kriegst die Sonderdings. Fuck off! Okay, dann. Hoher Crosskick. Level runter, ja, fick dich doch. Fick dich doch. Oh, es hat sich was getan. Ja, wenn alles dunkel ist und du hörst das Licht anzumachen und du dann erstmal raten machen darfst von wegen, ja, was ist jetzt die richtige Farbe? Lichtschalter, Lichtschalter, Tarantel, Lichtschalter. So, vielleicht da oben bei dem Wind, der da vielleicht Zeugs wegschießt mal kurz. Du musst jetzt mal dein Gelumbe aufräumen. Ja. Spend time! Gelumbe aufgeräumt. Cool. Au. Spielabend. Oh, fuck, man. Wow. Geld, schön und gut, aber ich bin immer noch fast tot. Was ist hier? Cool, noch mehr Dudes. Scheiße. Fuck. I love it. Thank you. Ich nehme eure Tonne mit, hope you don't mind. Diese Musik auch dazu, ey. Nicht auf den. Müllgurke, ne? Und du kriegst Spanking. Spank that bitch. Zack. Zensur-Spanking. Ich find's immer noch erstaunlich, dass das so viel Schaden macht eigentlich. Naja, müsste man mal ein Real Life austesten. Wie weh das tut? Ich weiß nicht, ich habe keine Freundin, also von daher kann ich das nicht sagen. Oder einen interessierten Freund erstmal probiert. Ja, mit Sicherheit nicht.
Oder. Zack. Sever Nebel. Ah. Ich muss den Launcher mal wieder viel häufiger benutzen, der ist eigentlich verdammt gut. Besser als der Sweep auf jeden Fall. Yo, Nanda, yo, Smokey! Ah, geil, noch mehr Dudes. Bleib liegen, ja. Oh shit. Yikes. Ich find's auch schockierender, dass die übereinander drüber springen können auch untereinander. Sieht irgendwo echt stylisch aus. Dass eine KI so gemacht ist, ey. Ach du Scheiße, den Clown hab ich ja ganz vergessen. Geht doch. Spike. Psych. That's the wrong number. Ow. Das ist eine scheiß Tür. Ow. Ich hasse diese Tür. Ich hasse gerade mein Leben. Ich werde von der Tür verprügelt, Keks. Mach's nach. Ich habe gerade Eistee auf mein Cosplay geschüttet. Ja, das ist auch ein Problem. Was ich morgen tragen muss. Das ist noch ein größeres Problem. Deswegen war ich gerade einmal ganz schnell weg. Du hast einen epischen Kampf in einer Eistee-Fabrik gewonnen. Das passt schon. Eben. Man muss es den Leuten ja auch verkaufen. Das ist kein Blut, das ist Heidelbeer. Sonst noch Wünsche? Chips. Ja. Oh, tschüss. Jetzt kann ich aber spielen ein bisschen. Oh, shit, jetzt kannst du. Oder? Nee, mein Kabel meines Headsets ist noch nass. Und das stört mich. It annoys me. Jetzt ist es trocken. Jetzt kann ich spielen. Nein, du kannst da nicht mit der Maus draufklicken, Keks. Das funktioniert so nicht. Sicher? Ja, ganz sicher. Schädelschneider. Ach komm, wir kaufen den mal und ersetzen gleich einen anderen. Ja. Nehmen wir mal dafür die Schockwelle raus. Nimm dafür den Schädelschneider. Krieg ich dafür auch einen Mohawk? So. Also erstmal wieder Steuerung, erstmal wieder rangewöhnen. Was habe ich überhaupt alles hier? Okay. Ah, ich muss jetzt dahin. Da war ich, bin ich stehen geblieben. Weil ich da keinen Bock mehr hatte. Speichern. Ich muss mal gucken, wie lange ich hier noch weitermache. This game is so much fucking fun. Sag ich auch jedes Mal hier über Resident Evil Code Veronica. Dann hasse ich mich trotzdem dafür, dass ich spiele. Ich hasse mich nicht dafür. Mein Spiel ist einfach nur fucking hard. Meins ist einfach nur ein total Asshole. Auch du, mir spawnen manchmal so einfach übertrieben starke Gegner aus dem Nichts. Also, ich sag mal so, wir haben alle unsere Päckchen.
Hä? Sind das Power Rangers? Oh, du hast sie gefunden. Ist das ein Dude, der pink trägt? Mad Midget 5! Ah, die Duschbacks. Fünf Bosse?! Es ist die böse Liga der Ex-Bosse. Nee, es sind einfach nur fünf durchgeknallte! Sag ich doch. Alter. Jesus! Ah, Jesus! What the fuck? Alter, was seid ihr für Freaks? Alter. Jesus! Alter, das ist unmöglich! Ich kann mich kaum bewegen! Weil andauernd mir irgend so ein Dumpfkorb entgegenkommt. What the fuck? Alter, jetzt weiß ich auch, warum du meinst fünf Douchebags. Das sagt er auch, Douchebags. Warum nicht ein so? Alter. I love it. Ich glaube, ich mal dafür das Rückwärtsprogramm kann ich nicht mehr kriegt. Die Steuerung. Mad Midget 5! Yo. Das war dumm von mir. Auch wieder bei Angel, auch wieder. Wenigstens habe ich die Lian Hatch Story zum zweiten Mal hinter mir. Alter, what the fuck? Den Kleiner in den Boden gestampft. Alter, das ist der merkwürdigste Boss, den ich je in meinem Leben bekämpft habe. Ich hasse Affen bei Resident Evil. Dann spielt man mal Resident Evil eine ganze Zeit lang nicht mehr. Und dann hat man einfach dieses Problem. Man kann diese Steuerung spielen. Ich habe mehr Seitentaschen. Und mein Controller vibriert. Wenn Glenn hier auf dem Bauchfeuer rumrennen würde. Ah. Fuck.
Alkohol. Sie screamt sich jetzt die Seele aus dem Leib, er hat einen Affen verprügelt und verliert gegen Spiele Power Rangers. Basically. Ja, der perfekte Moment, um damit mal Pinguin zu gehen. Ich bin gleich wieder. Jo. Immer diese Feigliche. Kohlmobben, müssen wir auch noch weiter machen, ganz viel. Shadow? Ja? Wenn ich dir Code Veronica zusende hier, damit du es auch mal spielen kannst. Ich sag dir schon mal eins. Diese Steuerung. Deswegen habe ich das Remaster mit der modernen Steuerung gespielt. Code Veronica gibt es nicht mit der neuen Steuerung. Ja, ich weiß. Deswegen hatte ich auch nicht vor, es zu spielen. Hattest du mal vorgehabt. Meinst du mal zu mir? Zero wollte ich mal. Und das auch auf dem Remaster, weil ich da die Steuerung umstalten kann. Weil ich finde diese Tank-Steuerung von damals einfach megamäßig outdated. Die ist auch schön. Als Zero spiele ich ja gerade selber. Alter. Alter, lass los. Wichser. Nicht anfassen. Das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Juggling Midgets. Okay. Komm, steh auf. Mad Midget 5. Next time we'll duel you a killer ham. Bleib liegen, Junge. This game is so offensive. And I love it. Keep on rolling. Nice. Okay. This game's fucked up, Mike. Total Plastikschrott. Ernsthaft? Plastikschrott. Die haben hier Plastikschätze. Ja, ich weiß, dass sie ihn schaden kann. Wie das Feuer mit der gleichen Taste wie die Kanone. Ach du Scheiße. Da. Ah nee, da komme ich noch nicht her. Okay. Das ist süß. So. Das ist irgendwie cool. Gucken, wie lange das geht. Perfekt! Süßes Minigame. Das war dumm. Pistolenmuni, gib mir die Ich will die Pistolenmuni haben, Claire. Leg deinen Arsch. Awesome. Beweg deinen Butt. Sabbat. Au, au. Au. Ja, haben wir es jetzt. Oh mein Gott. Nice. Bye-bye. So, nicht anders. Oh, lasst mich in Ruhe. Wieso hat ihn das nicht getroffen? Es ging eindeutig durch seinen fucking Schädel. So, geht doch.
Komm, aber wirklich. Ich hasse diese Steuerung. Wieso gibt's in diesem Spiel nur Durchgeknallte? Also nur Durchgeknallte. Ich meine, ich habe jetzt diese Mad Midget 5 besiegt und irgendwie... Das Spiel wird nicht normaler. Naja gut, jetzt frage ich mich, was nach deiner Definition durchgeknallt ist. Und ich meine, du magst Jojo, also sehr viel Normale gibt's da auch nicht? Roulette, 100 Fäuste, oh mein Gott, ist das ein, wäre das ein Jojo-Move? Mein Gott, ist das ein fucking Jojo-Move? 100? Ist das eine Jojo-Referenz? Es ist auf jeden Fall ein Zweikugel-Move. Ich bewege mich gerade rückwärts, weil ich mich gerade so besser bewegen kann als vorwärts. Das ist ein Statement. Boah, diese... Nee, ich merke einfach, ich habe sehr lange dieses Spiel nicht mehr gespielt. Diese Steuerung ist einfach der größte Kack manchmal. Wenn ich sie nicht angucke, tun sie mir nicht weh. 500 nee, Damage. Alter. Warte mal. Mal ganz dumm gedacht. Eigentlich kann ich dann ja den Drachenkick rausnehmen. Das ist basically der Drachenkick nur, ja, better. Das sind halt basically 100 Fäuste. Ich hoffe, das ist so ein richtiger Oder-Oder-Oder-Meme. Oh cool, mehr Opfer. Ach, danke für die Keule. Keule. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die von dir. Nicht der Rede wert. Keule. Um Sir Hermalock referenzieren zu dürfen. Keule. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Ledo. Auf einmal kann ich Reaper nicht mehr ernst nehmen. Willst du mit Kirschen füttern? Ey, geh da drauf, Claire. Und Reaper dachte sich nur so hinter seiner Maske. Edo. Das muss richtig blöd aussehen, wenn er an seinem Zuhälter-Skin rumrennt. Ach, in seinem hier Einbrecher-Skin oder was auch immer da. Oh, ich will eine zweite Kugel. Ich will diesen Move ausprobieren. Ich will diesen 100-Fäuste-Move ausprobieren. Oh Gott, nein. Oh Gott, Chihuahuas. So viele fucking Chihuahuas. Alter, warum sind hier so viele bunte Hunde? Viele bunte Hündchen. Alter, what the fuck? Wieso hinterfrage ich dieses Spiel eigentlich überhaupt noch? Weil du immer wieder meinst, ich habe den Punkt erreicht, an dem mich nichts mehr überraschen kann. Ja, ich komme immer an den Punkt an, wo ich denke, ach ja, das kann ja nicht noch merkwürdiger werden. Und dann bin ich hier in City of Bunte Hündchen. Und da kommt doch irgendwie... Ah, mit Chihuahua-Gift. Ja, aber ich kann ja mit den Hunden Ufo nicht interagieren. Ketchup.
Nee, hier ist doch nix. UFO-Catcher. Und mit den Hunden kann ich nicht interagieren. Chihuahua-Gift allein schon. Yay, UFO-Catcher beim ersten Mal geschafft. Na, wenn das jetzt kein Boss wird, dann weiß ich ja auch nicht. In einem Zirkuszelt? Vor allem das Schlimme ist ja, ich spiele hier auf Mittel. Jetzt stell dir mal vor, wie das auf schwer ist. Hart. Ist ja noch schwerer, noch kranker dann. Alter, was für ein Suchti musst du dann sein. Dann gibt's wieder solche Leute, wo ich gern sagen würde, Maximilian. Ich glaube, dem würde ich das hier zu gern mal spielen sehen. And now for our special guest. This should prove to be a wonderful show. Ich glaube, das wäre voll das Spiel für ihn. Würde mich nicht wundern, wenn das schon mal gespielt hätte. Ich meine, es ist super cheesy, es ist super hype. Und es ist basically ein Fighting Game. There can never be two queens. Oh, scheiße. Das denke ich mir gerade. Was ist dein Problem? Hast du einen Vampir-Succubus vor dir? The only bitch that needs training is you. Die an der Stange tanzt? Train me, huh? First man I've met who's ever said that. Really? I figured a girl like you'd hear that. Lass mich los. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt echt gegen die kämpfen. Ich kann aber auf jeden Fall meinen neuen Move jetzt mal ausprobieren. Ach du Scheiße, sie ist ein Magical Girl. Wieso verwundert mich das gar nicht? Scheiße, hält die viel aus. Und ich kann sie sprengen. Oh Gott, nein. Also entweder was sie hält eine Menge aus, oder du schlägst sie wie ein Mädchen. Auch eine Möglichkeit. Ja, lass mich aber nur in Ruhe, Scheißwichser. Machst du dir wieder Freunde? Ja. Ich hab heute keine Geduld irgendwie für das Spiel. Nein. Ich hab irgendwie gerade keine Geduld. Die Musik, ey. Oh, ich will in den Käfig, das sind Items. Oh, fuck. Das rein. Alter. Ich mach ein anderes Spiel. Ich hab grad keinen Konzentration für das Spiel ist gerade so tot. So nicht vorhanden. Oder. Ich habe jetzt mal ein anderes. Ich habe jetzt mal Resident Evil Zero ausgepackt. Okay. Nee, da habe ich gerade keinen Bock drauf. So oder so, du wirst schreien wie ein Kleinkind. Was da gut? Ja, total. Ah, shit, das ist... Boah, Snapkick. Ah, das ist eine Falle. Oh, wie fies. Es gibt zwar gut Items hier, was mir das Entkommen eigentlich erleichtern sollte. Aber mich macht die Musik irre. Oh,
Okay, sie hält sich aus dem Fight auch raus, also. Wow. Richard. Fuck! Oh, so dumm! Das ist so bescheuert. But I fucking love it. Fuck, ich glaube, ich bin zu weit weg. Boom! Molotov in die Hand. Die Musik, ey. Wow. Ah, okay, ich kann echt nicht an die Items, ohne das zu triggern. Ja, gut. Instant dead. Nochmal versuchen. Auf mit dem scheiß Kraut. Wow. Brauche dieses Kraut. Okay, das ist wieder jetzt unfair. Ja, super. Weiß ich schon mal, wo meine Ressourcen jetzt draufgehen. Aber... Wenn ich gegen den Arsch... Okay, fuck you, guy. Oder! Destroyed! Ja, ich glaube, für die Items hätte ich echt nicht hin, das lohnt nicht. Jetzt sollte er vielleicht mit Billy laufen, vorlaufen. Billy! Ausrüsten. Oh fuck. Scheiße. Hat die mich gerade gefragt, ob ich sicher bin, dass ich ein Mann bin? I love it. Alter. Ist ja nett drauf. Nice. Ich spiele mögen mich heute nicht. Oh mein Gott, sie hat mich in einen fucking Chihuahua verwandelt. Don't cream your panties, oh mein Gott. Damn Jojos. Das ist doch definitiv eine Jojo-Referenz. Oh fuck. Ach, den wollte ich ja nicht. Absolut nichts mehr.
fuck. Oh nein. I'm a Chihuahua. Chihuahua. Ich bin einfach ein Chihuahua. Du bist erster Jojo, als man mit anderen Menschen ins Gesicht furzt. Und an ihren Haaren kaue, oder was? Nein. Ach, shit, ja. Ja gut, also in den Käfig gehen die nochmal, das ist Zeitverschwendung. Da kommen noch zu viele Gegner wohl, also die zwei, und wenn ich dann noch so ein Pech habe, dass da so ein Boon ankommt, dann ist sowieso gelaufen. Lass mich vorbei, lecker. Get spanked. Natürlich, sie ist eine Frau. Natürlich kann ich ihr nicht in die Nüsse treten. Wie komme ich denn auf die Idee? Das tut auch bei einer Frau weh. Ja, aber nicht in der, nicht in, mit der Logik dieses Spiels. Bei einer Frau tut das sogar manchmal sogar noch mehr weh, wenn du das kriegst. Keks, ich kämpfe gegen ein Vampir-Succubus Magical Girl. Geheiligt sei das Erste-Hilfe-Spray! Goddammit! Verwenden! Verwenden! Oh, die Dose war leer. Und geheiligt seien die Kräuter! Hilfe! Hat die das böse Succubus-Mädchen? Ich bin gerade echt so, oh mein Gott! Oh mein Gott. Komisch, das sind irgendwie Töne, die man bei dir mit in der Tic-Tac-Ära nicht mehr hört. Also, schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geheiligt sein die Kräuter. Oh Gott. Oh Gott, ich kann Rebecca heilen. Geheiligt sein diese Kräuter. Geheiligt, oh, come on, schon wieder? Ich bin gerade echt so. Geheiligt seid ihr. Oh, ich fühle mich echt verarscht von diesen Viechern. Sind sie so gemein? Ja, die spawnen immer in diesem scheiß Käfig mit mir. Das ist so fucking unfair. Oh mein Gott. Ich habe wieder Leben. Weißt du, ich habe ja nicht einen Boss zu bekämpfen. Ach, so ein Move zieht ja ab. Ach, das ist ja... Ja, nee. Weißt du, es hätte funktionieren können. Es hätte fucking funktionieren können, mein Plan. Dass ich nur hier reingehe, um mir die Energie zu holen. Aber nee, natürlich muss dann wieder hier der brennende Hurensohn da rauskommen aus der ganzen Sache. Ja, der Käfig ist eine scheiß Idee, aber das Problem ist, man braucht es auch irgendwo, weil da Zeug drin ist. It's so fucking tempting. Und diese Musik, ey. Diese Musik macht mich gerade so fertig. Und diese Nya, 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 Nya. Alter, diese Musik, ne? Ich kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Was hat sie denn? Alles okay. Liebsmonster. Ach, das Monster tut ja doch nichts. Ist mir nur ein bisschen nett. Ach, schon wieder bei der Farmung, fuck. Hat lang gehalten.
Ja, dieses Leech-Monster. Rebecca! Alter, sie lässt sich aber auch nicht abhalten von ihrem Scheiß. Alter, wie viel fucking Armor hat die während ihrer Moves? Dafür, dass sie nichts trägt? Ich weiß. Oh, leck mich doch. Nichts. This game is fucking teasing me right now. Kenn ich, Shadow, kenn ich. Okay, das ist jetzt nicht fair. Ja, komm. Oh, komm, ja. Chill dir da drin ein, why don't you? You fucking cunt. Das war so unfair jetzt. Dass sie da in diesem Käfig sein kann, ey. Wie viel Armor hat die in ihren Moves? Das kann doch nicht wahr sein. Die lässt sich ja durch gar nichts staggern. Aber ich weiß, wo er das heißt, du kannst 5 Sekunden länger überleben. Nee, ich hab. Ich wusste ja nicht, dass. Sagen wir so, jetzt weiß ich ja, dass da dieses scheiß Leech. Entweder andere Waffen oder einfach durchrennen. Oh, come on. Nee, Problem ist, die fressen so viel Muni. Aber ich bin gerade echt froh, dass ich bald Heil-Items bekomme. Komm, Rebecca, wir bewegen unseren Arsch ganz schnell in den Raum rein. Scheiße. Der Chihuahua-Move. Hey, Chihuahua. Diese Mucke. Alter, diese Mucke macht mich so aggressiv. Na, zumindest singen sie hier in Chihuahuas. Chihuahua. Ba-da-ba-ba-ba. Chihuahua. Alter, nee. So, Philly, nimm Erste-Hilfe-Spray, ganz dringend. Ach, dem geht's doch gut. Guck ihn dir an. Jetzt geht's ihm gut. Ich meine, er steht vor dem Saft. Oh, das ist Blut. Diese Musik macht mich so kirre. Psychologische Kaltfährung. Du dumme Hure! Du gehst mir so auf den Keks! Mit deiner dummen Magical Girl-Scheiße! I will rip you a second one. Wieso versuche ich es eigentlich, ich Idiot? Er hat da fucking Armor in all ihren Moves. Also Kinder, jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr dann fragen könnt, was er von Sailor Moon hält. Oh, ich lebe wieder. Scheiße. Ich mache null Schaden mit meinen normalen Angriffen, ey. Was könnte man da tun? Ausrüsten. Geht doch. Spank that bitch. Nein, kein Geld. Alter, diese Musik. Fuck. Chihuahua. Bada-ba-ba-ba-da. Chihuahua. Ich bin ja nur fast tot, ey. Scheiße. Kann sie nicht sehen. Ach ja, fair. Yes, sweetie.
come on. Ja, da komme ich auch nicht weit mit hier. Oh doch! Ja, meine Damen und Herren, hier wird an jeder Ecke gelitten wie ein großer Weltmeister. Ey, lass mich mit meinen Paranoia sind. Die Paranoia sind on fleek. Seit wann verwendest du solche Begriffe? Seitdem ich cool bin. Du bist nicht cool. Bist du seit neuestem unter die Beauty-YouTuber gegangen, oder? Was gibt's noch? Ja. Ich dachte, die machen alle nur noch Filux. Nee. Ich dachte, die gehen jetzt alle auf Vero. Ey, lass Vero aus dem Spiel. Vero ist auch ganz cool. Bin ich auch. Ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe das irgendwie als Twitter nur für... Es ist eine Mischung aus Twitter und Facebook. Jetzt eine Frage. Warum? Was zum Fick ist Vero? Eine Mischung aus Twitter und Facebook. Aber, but why though? Viele Cosplayer gehen dahin, weil wir halt... Weil Facebook und so gerne mal irgendwelche Posts verschlucken und wir gerne alles oben halt sehen würden von unseren Leuten. Ach so, der klassische Grund, Aufmerksamkeit. I have never been so embarrassed. Nee, es ist manchmal wirklich so, also selbst von Freunden sieht man manchmal Posts nicht mehr. Bin ich auch froh drin. Facebook ist sowieso scheiße, von daher. Dass Facebook überhaupt noch relevant ist, wundert mich immer. This is farewell. For now. Wurde es mal zu treffend umschrieben, Facebook ist mittlerweile noch was für alte Leute. Ich habe immer noch kein Facebook. Transdimensionaler Wohnwagen! Ja, okay! Transdimensionaler Wohnwagen! Hol! Und? Transdimensionaler Wohnwagen! Alter, ich guck seit Kindesbeine Sendung von einem verwirrten Briten, der nach Telefonzelle durch die Dimension fährt. Jetzt kommst du. Ist es denn ein VW-Modell? Ich hab... Ich glaube, es war ein Diesel. Könnte aber auch Elektromotor sein, wohl. Bei transdimensionalen Modellen weißt du das immer nicht so gut. Sehr gut, kann ich akzeptieren. Es könnte auch amerikanisch gewesen sein. Ah, nee, die verurteile ich hart. Die fressen zu viel Sprit. Aber es stand nichts drauf. Es könnte amerikanisch gewesen sein. Ah. Vielleicht war es auch ein DeLorean. I'm going to try Dr. Ion. Okay? You're going to use a cheap tin can for this? If Dr. Ion can capture the God Hand, he can take your place in the Four Devas. If you replaced me with that stupid toy, these meetings won't go any smoother. Also jetzt warten wir 2 Minuten, dann wird sein Gehirn wieder gefickt. Ja, transdimensional, das ist das neueste Geschlecht, ja. I'm gonna do this my way. Alter, Captain Tribal kommt mir um in die Ecke. Oh je. I'm afraid. Die wichtigste aller Fragen ist allerdings, ist dieser Van auch vegan? Er läuft auf Pflanzenöl hohl, natürlich ist er das. Was erwartest du? Bauchbrecher. Ja, man kann aber auch Frittierfett reinkippen, also ich bin mir unsicher. Typhoon-Kick. Das ist immer gut Geld, ey. Mach Speed Jab? Alter! 15.000, immer ein teurer Spaß. Kommen richtig starke Moves jetzt raus, ey.
3-Hit-Kombo? Ich glaube, ich muss mir demnächst mal ein paar neue Moves kaufen. Das sind nur teuer jetzt. Dreifach Sidekick, auch nicht schlecht. Oh, Sekunde mal. Mein OBS ist gerade abgeschmiert. Genau zum Tod von Billy. Na egal. OBS hat es nicht gesehen, es ist nie passiert. Sekunde mal. Ja. Was hat so oder so nur Angel zugeguckt, also von daher. Moment, am 23. Am 22. Ich muss mal kurz was nachgucken, das ist gerade ein bisschen wichtig. Ah, doch noch ein bisschen später dann. Finale. Ich schnack ihn da nachher mal an. Ich hab da jetzt gerade. Ich will jetzt weiterspielen. So. Eieiei. So. Okay, das nächste Level heißt die Monsterkrabbe. Ich weiß nicht so recht, was drin vorkommen könnte. Oh, das erinnert mich an diesen einen E3-Trailer von wegen, wir haben versucht, das Ganze so originalgetreu und so nah wie möglich an reale Ereignisse anzuhängen. Also hier ist diese gigantische Krabbe. Und Miok mit dem Host. Okay. Was ist da los? Was ist da los? Da will sich doch wieder nur relevant machen. Since you're going out, I'd like you to destroy this mobile fort for me. Hey now, you should do your own dirty work. Und wieder, ich warte auf den ersten Deppen, der das für voll nimmt. Checked it out. Irgendwie kriegen immer nur alle anderen diese Idioten, die hier hardcore getriggert werden. Stay here and be a good girl. Ich will auch mal so einen. What? Und dann zeige ich mit dem Finger auf ihn und lache ihn aus. You're crazy. Ach nee, das darf man ja heute gar nicht mehr. Das ist ja dann Fingershaming. Es ist wirklich eine gigantische Krabbe. Ich hätte es nicht erwartet. Das kam total unerwartet. So, hier ist das Giant Enemy Crab. Oh nein. Ey, dieses Spiel. Okay, ich kämpfe jetzt auf einer gigantischen Krabbe. Oh, noch gecatcht. Nice. Oh, fuck. Brrr. Ich will auf jeden Fall diesen Max-Speed-Punch, das klingt irgendwie ziemlich cool. Es kommt Speedrun vor. Ja, ne? Spanking! Spanking auf der Krabbe! So fangen ganz komische Tierpornos an. Spanking auf der Krabbe, ja.
Ich habe zwar Kreis gedrückt, um zu kontern, aber ne. Au, ja. Ihr existiert. Das hilft vollkommen. Ich gehe einfach mal weiter. Ob ihr dann mal. Ich gehe einfach in den nächsten Bereich. Fuck you. Ist okay. Ignoriere die Biester. Das geht auch. Okay. Okay. Ja, geht auch. Ignoriere die Scheißdinger einfach. Ich hätte einfach durchrennen können. Einfach. Und dann steht so ein Dude auf einmal neben mir. Ich wollte doch nur meine Techniken checken. Was haben wir denn noch neu? Ach, der. Machen wir mal so rum. Ja, Roboter. Wieso wundert mich das auf einer mechanischen Kabel nicht? Was? Roboter auf dem Roboter? Ja, Roboter auf dem Roboter hoch. Jetzt noch Explosion und du hast einen neuen Michael Bay Film. Nicht spank grad Roboterfrauen. Klingt nach einem Michael Bay Film. Ja. Ja, doch. And directed by Uwe Boll. Alter. Neue Combo funktioniert. Und dann bin ich tot. Cool. Stimmt, ich hab die ganze Zeit keine Energie gehabt. Da war ja was. Ist ja nicht so nice. Also Kinder, nicht verausgaben, spart eure Kräfte. Wie man ja auf einer riesigen Robo-Krabbe eure nächste Freundin verklatschen müsste. Echt mal. Ja, aus irgendeinem Grund ein Toast aus. Gott, das ist echt verzweifelt. Brrrr! Wie gesagt, der Zirkel. Ja, ich denke, das ist ein Ausdruck. Mathe, wer braucht denn sowas? Guck doch nicht, wie Adi nur rückwärts. Du wirst es nie brauchen. Ach, jetzt haben die Viecher auch noch einen Iron Maiden Move. Ja, das ist ja wunderbar. Iron Maidens. Ein perfekter Keks. Was? Aber die wollen dich doch nur lieb haben. Ja, in einer Sicht mag ich sie mehr, aber ich mag sie, aber es liegt doch daran, dass sie gefährlich sind. Und nicht so wie die. Hat er mich gerade zu Tode geteepost? Oh Mann. Ich glaube, der hat mich zu Tode geteepost. Das ist ja. Das kann geschehen. Ich meine, du provozierst es aber auch. Mit deiner Existenz.
Apropos provozieren, ich weiß, dass ich einen Taunt habe, nur ich habe immer noch nicht so ganz raus, was er bringt. Schaffe ich das nicht wieder fallen lassen? Jetzt noch fahren. Ja. Es wird übergeben. Ich weiß, was ich bestimmt habe. Da steht die Frage bei welchem Nachbarn? Klingt irgendwie so nach dem klassischen Techniker wurde informiert. Und im Postkasten lag auch nichts drin, ja, bei dem und dem Nachbarn abgegeben. Mysteriös. Naja, wenn man Sachen, die jetzt alle passiert haben, die sich alle schon zu meinen Eltern im Moment Oh, come on, wirklich. Der letzte von denen. Nachdem all meine Ressourcen erschöpft sind. Der klassische Partypuppe da reinspaziert, sieht, dass du links im Arme und mich insta-killt. Ja, genau der Hurensohn. Weißt du, ich hab sie alle platt gemacht und dann kommt dieses Missstück. Dieses dumme Missstück. Das ist. Also so Disney-große Pause-mäßig, so ein typischer Randall-Move. Warum hab ich das Gefühl, die spawnen jetzt immer häufiger, diese Mistviecher? Oh, wirklich? Kannst du dich nicht mal aus den Sachen anderer Leute raushalten, du Pimmelbirne? I love it. Vielleicht mag er deine Sachen. Suplex. Welcome to Suplex City. Einwohner zahlt deine Nüsse. Haben sie die auch eingehakt? Heb es auf. Das war meinst du? Übergroßer Pimmel. Meine Beleidigungen waren auch schon mal besser. Ja, du hast wirklich an das B verloren. Das ist nur so geworden. Okay. Was ist das jetzt? Spawnt der hier instant, sobald ich daran denke? Oder ist er hier einfach ein Mega-Arsch? Weil der spawnt offenbar immer jetzt bei dem. Haben wir jetzt endlich ein bisschen Consistency in dem Ganzen drin? Meinst du, verwirren dich jetzt mit einem Plan? Ich hab keine Ahnung. Bei irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gegner jetzt manchmal tatsächlich fest sind, was das angeht. Ja, zumindest der eine hatte jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Mal immer einen. Gib mir deinen Stock. Den wollte ich schon die ganze Zeit haben. Und immer noch kleine Spiechen gefangen gehalten. Wenn wir drauf sind, bin ich absolut machtlos. Ah, ja, okay.
jeder macht. Mhm, ein Spielchen. Eine Stage mache ich noch und dann mein Feierabend. Ich soll einer Frau helfen, die... Alter. Ich soll einfach die Gegner dann mit Zeug beschmeißen. Klingt nicht nach dem Dämlichsten, was du bisher getan hast. Nicht wahr? Warum sie brüllt immer nur, help me, anstatt mal weiterzulaufen. Jetzt drückt sie einen Knopf. Und dafür gibt's eine Brücke. Oh, geil. Oh, da kriegst du ein Küsschen für. Oh. Und sie verbeugt sich jetzt die ganze Zeit vor mir. Leck. Kann ich nicht durch, schade. Es sieht echt ein bisschen aus wie, wie Ashley, nur in noch nuttiger, ne? Wenn man sich das mal echt genauer anschaut, ist... Okay, nee, die Haarfarbe passt auch nicht. Du beschreist mich. Es gibt Dinge, über die wir keine Witze machen. Wir waren uns einig. Waren wir das? Heucht nur da im Hintergrund. Kids klappert hysterisch mit dem Geschirr. Wow, das ist das erste Mal, dass ich eine Frau in Jeans spanken musste. Ist doch mal ganz was Neues. Und, haben sie soundtechnisch okay, irgendwas angepasst? Okay, der Bereich war zu kurz. Ich mach noch einen. Das war ja gar nichts. Das war ja ein Raum. Also ein Lückenfüller. Basically. Oh, ich glaube, hier kommt aber ein Boss, wa? Oh nein, nicht die schon wieder. Give up the God Hand. Deine nicht die, nicht die drei Deppen schon wieder. Hat er nicht rausgefunden, wie er sich die Nase putzen kann? Ich habe keine Ahnung. Also Nase bohren ist auf jeden Fall keine Option bei ihm. Oh, ich muss echt gegen alle drei nochmal. Ach du Scheiße, jetzt kommen die auf einmal. Oh mein Gott, nö. Nasebohren müsste eigentlich bei ihm gehen mit den Stacheln. Er hat dann zwar keine Nase mehr. Ich muss gegen alle drei auf einmal kämpfen. Ja, das... Das war verschwendete Heilitem. Fuck. Oh, aber die können sich gegenseitig wehtun. Also sollte auf einmal plötzlich. Ja, auf einmal können sie sich gegenseitig verletzen. Ich beschwer mich nicht. Guck, wie mord dich nochmal. Willst du mich ja weh? Nee, die haben ja teilweise ziemlich rabiate Moves. Ja, irgendwann müssen sie ja mal lösen. Ich meine, zum wievielten Mal vermöbelst du die Bande jetzt? Die jetzt zum zweiten Mal. Ja, das ist aber noch nicht das letzte Mal. Nee, ich merke schon, das ist so eine Running-Gag-Truppe. Kleb ihr noch ein rotes R auf die Brust. Ja, den hat er gerade sich schön selber vermöbelt.
das vorstellen, das Gott ist ja auch geschmolzen. Ja. Okay, das nehme ich auch noch nicht auf. Oh, ich nehm's doch auf, okay. Nimm alles zurück. Vielleicht schon mal einen loszuwerden. Oh fuck. Ah shit. Ah, da hätte ich einfach weglaufen sollen vorher. Okay, aber das ist... Oh doch, das dürfte machbar sein. Drei auf einmal. Also das Spiel will einen aber auch echt hier die Bosse, ne? Das ist dieses Rising-Prinzip. Wenn du Block nicht gelernt hast, kriegst du es jetzt reingewonnen. Block! Ich wünschte, es gäbe einen Block-Mechanik! Du verstehst aber das Prinzip. Was ich meine. Crack! Oh. Irgendwie vermisse ich Montonier schon. Ja, manchmal. Den Nuss. Ich finde es hart diskriminierend, wie du über Hülsenfrüchte redest. Aha. Gut. Ja, ja. Diesen Missstand muss man aufklären. Aha. Muss man das? Ja, total. Ach, fuck. Au. Das Problem bei mehreren Bossen ist einfach immer, manchmal fixiert sich die Kamera auf einen Gegner, den du gar nicht anvisiert haben möchtest. Und dann stehst du da. Classic. Also sowohl ich ja die Kamera an einigen Stellen auch loben muss, weil dafür, dass es Tank-Controls sind, macht die Kamera eigentlich einen verdammt guten Job. Aber manchmal wünsche ich mir einfach, dass ich nicht irgendwas anvisiert hätte. Das Problem ist, du kannst nicht einfach abvisieren oder so. Du bist eigentlich immer anvisiert. Oh, come on. Komm, mach... Das sieht nicht mehr gut aus. Ja, da sind auch keine Items mehr. Das ist es gewesen. Das ist sehr abgebrannt. Ich bin sehr am Arsch, ja. Sag ich, während ich spanke. Ach ja, fuck. Nee, kontern kannst du auch nicht. Du kannst gewisse Aktionen der Gegner kontern, aber nicht alles. Nur gewisse Aktionen. Das war Verschwendung von Godmeter. Fuck. Suplex. Das Gute ist, hier liegt so viel Zeug rum. Nur es erstmal kriegen.
während du von zwei oder allen Leuten malträtiert wirst. Ja, du musst Prioritäten setzen. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier nicht in einem Deathloop lande bei denen. Was irgendwie häufig passiert. Ich kann noch Prioritäten. Nicht schon wieder mit deinen Prioritäten hier. Du musst Prioritäten setzen. Yes. Crack. Knick, knack. Oh, danke. I guess. Dieser Move von dem Wichser, ne? Wo er sein scheiß Dings wirft. Und dann kommt sie natürlich noch dazu. Ist richtig. Zwei noch. Oh ja. Oh, zwei Karten. Au. Komm. Yes. Wie sie instant danach wieder aufgestanden ist, what the fuck? Weißt du, sie mag das. Weißt du, zum Himmel und zurückprügeln, aber es steht instant wieder wie eine Eins. Okay, Plan B. Die Joseph-Taktik. Rennen wie ein Boss. Ja, genau. Erstmal rennen wie ein Boss. Alles an Items rausholen, was ist... Ja, geil. Schmeiß weiter deinen Scheiß, why don't you? Alter. Geh mir doch nicht auf den Keks. Hallo. Abvisieren, danke. Das ist generell. Ich kann nichts machen gerade. Ich war in einem Deathloop. Ich konnte nichts tun. Bullshit. Okay, das funktioniert genauso wenig. Oh Mann, da ist die Kamera echt. Bei solchen Momenten ist sie echt scheiße. Halt dich doch mal aus meinen Angelegenheiten raus, du Kenne. Aber du bist dir eine Angelegenheit. Ja, ich will doch nur das Ding aufsammeln. Meine Güte. Ja. Hallo. Mach es doch bitte. Nur Geld, geil. Ich bin doch gedodged! Oh fuck! Okay, immerhin habe ich die Banane. Danke dafür. Darfst du gern so lange rumkrabbeln, wie du willst. Oh fuck.
Come on. Sie ist das größere Problem, deswegen geht sie auch zuerst drauf. Bitte. Ablenken bitte. Der andere. Scheiße. Ja, hier ist nichts mehr. Nein! Natürlich macht er genau dann den Move! Oh, Mann. Oh, da hatte ich es wirklich auf den letzten runter und da kommt so eine Scheiße. Halt dich doch da raus. Der ist doch sogar gestunt. Super. What a waste. Damage! Unlimited Damage. Ja, das wär's jetzt. Und natürlich kommt jetzt die Tocke wieder dazu. Oh, ich kann nichts. Oh, komm mal. Ja, schmeiß mal deinen Scheiß, der macht immerhin keinen Schaden. Scheiß Bumerang, ey. Ja, why don't you, ne? Oh, das sieht jetzt schon scheiße aus. Ach schön, genau dann geht das Ding aus. Da ist eine Kirsche gespawnt. Komm schon. Fuck mich weiter. Wieso habe ich nochmal gesagt, ein Scream mache ich noch? Weil du nicht genug kriegen konntest. Ja, und dann kommt ein fucking 3-Sterne-Boss. Willst du sterben? You wanna die? You have a fucking death wish? Maybe. Den da, ich will erst den hier.
Spaghetti, Spaghetti, Jungel, Regret. Why don't you? Alter. Bye bye. Come on. Nur noch du und ich, Fettsack. That's it, Biggie. Next stop, Suplex City. So, geht doch. Meine Güte. We'll let you off with a pass this time. Oh, kann ich euch nicht einfach... Stronger before next time. Yeah, you're all talk. Kann ich euch nicht einfach hier und jetzt die Beine brechen und dann sagen, so, das war's. A bunch of freaking idiots! Hauptsache brüllt ihn hinterher. Ihr seid doch alles voll Idioten! Oh mein Gott, das ist so blöd. Ich hole mir jetzt diesen Mach-3-Punch oder was? Was ist er denn? Bezahlen, dringend bezahlen. Was zur Hölle? Hat auch was. Max Speed Jab. Ich kann mir leider nicht beide leisten.
Ich kümmere erstmal den Mac, den Dings-Jab. Ich kann ja aber mal. Kann ja gleich mal was verticken, mal gucken. Ah doch, das sollte ich noch nicht. Kann mal gucken. Kann ich was verkaufen? Man kann ja, man hätte ja die Option zu verkaufen. Aber was? Ah, ich kann andere alte Techniken verkaufen. Und das liebe ich. Weißt du, es ist so eine Kleinigkeit an sich nur. Aber es graut Sachen aus, die ich nicht ausgerüstet habe. So eine Kleinigkeit, aber es ist schon einiges wert. Feinjonglier, da habe ich bessere Moves. Na, warte mal. Jetzt kann ich mir den anderen Move nämlich auch leisten. Haben wir sogar eine relativ coole Kombo. Oh, so werde ich gar nicht ausgeben müssen. Scheiße. Ah ja. Das sollte immer noch funktionieren. Ja, das ist so cool. Perfekt. Nice. Perfekt. Oh. So, aber hier speichere ich und das nächste Mal machen wir dann weiter in der großen Krabbe. In der großen mechanischen Krabbe. Ey, darauf komme ich immer noch nicht klar. Ah ja, gut.